Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute wird es ein bisschen epischer, denn ich werde ihn heute ausprobieren. Meinen neuen Infinity Scarf. Ich werde jetzt die erste Runde, wirklich, ich habe keine Runde gespielt, ich habe es wirklich eingehalten, das Versprechen. Das bedeutet einfach, egal wie scheiße es jetzt wird, ich zeig's euch, ich verspreche euch, ich habe keine andere Runde gespielt. Stimmt das, Schatz? Habe ich eine Runde gespielt? Also, das ist ja wohl der Beweis, meine Damen und Herren. Ich weiß, es wäre eigentlich der schlechteste Beweis der Welt, was ich sowieso gesagt hätte, aber vertraut mir einfach. Ich habe hier, ja, ich bin gespannt, die Sticks sind noch schön hart, wie sich das für einen neuen Controller gehört, und wir gehen zusammen die Runde. Let's go. So Leute, laut den Specialists der Gegner wird es wahrscheinlich die schlimmste Runde der Welt, weil das diese Kampffokus Kinetic Leute, die sind schon immer in Public, ja, man weiß es nicht, die sind meistens nicht so schlecht. Egal, wir gucken mal, ich habe mir die Lobby nicht mal angeschaut, also ich weiß nicht, die Stats der Gegner oder was weiß ich, wir starten die Runde jetzt einfach. Und ich bin gar nicht warm gespielt, wie gesagt, damit es auch die erste Runde ist, ne? Und da habe ich mich erst gefragt, ob ich mich mit einem anderen Controller einspielen sollte. Dann bin ich auch auf die Idee gekommen, dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, weil dann gewöhnt sich der Controller ja quasi, die Hände gewöhnt sich an einen anderen Controller und deswegen, ja. So, ich zeige euch mal meine ganzen Empfindlichkeiten und so, falls euch das interessiert. Das ist hier 5,5, vibriert nicht der Controller und hier Anvisierhilfe aktiviert natürlich. Und das ist hier auf Taktik und umgekehrt. So, let's go. Ich bin gespannt. Ich glaube, hier kommt schon was. Ja, die ersten zwei Bursts habe ich schon mal getroffen mit dem neuen Controller. Ja, das können wir uns auf jeden Fall schon mal in die Akte schreiben. Lol, irgendwie kommt mir die Sensi voll geil langsam vor, aber es ist voll nice, weil sie ist ja eigentlich nicht langsam. Ich habe ja geguckt, sie ist ja 5. Aber sie kommt mir so übelst kontrollierbar gerade vor. Ich liebe das Gefühl gerade. Oha, 100er Prezi ist aber echt am Start gerade, Alter. Läuft, man. Es geht ja heute quasi so ein bisschen darum, das Aim und so zu checken. So, pass mal auf, wie wir den nämlich holen. Den holen wir nämlich so. Der soll denken, er wird tot gehackt, Alter. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen in der Bredouille hier. Alter, wie ich gestottert habe, Leute. Eieiei. So, wo sind die denn? Die müssen noch hier spawnen. Jawohl, schön. Die müssen aber immer noch hier kommen. Ich bleib hier. Da hinten. Ja, genau so. That's what I'm talking about. Aber den challengen wir nicht. Mache ich mir sonst vielleicht die Streak kaputt. So, bleiben wir hier kurz. Oh Gott, er ist hier drin, er ist hier drin, er ist hier drin. Nein, scheiße, Mann, er kommt von hinten. Ah, 5-0 stand ich. So. Aber vom Aim und so bin ich zufrieden bisher. Und da habe ich direkt auch mal die Burstwaffe ausgepackt, um das halt direkt so zu belegen, wie Brötchen. Kleiner Freestyle. Ich bin ein Wortakrobat, meine Damen und Herren. So. Wahrscheinlich sind hier viele Damen dabei, oder? Okay. Also. Die Gegner verkriechen sich gerade ein bisschen. Ah, aber da haben wir doch einen. Ich habe irgendwie gerade auch Bock auf eine MP. So, da, du beschützt mich doch hier bestimmt super, oder? Ist das eine Sense da hinten? Nein. Okay, 100er Prezi. Komm her. Komm her. Er kommt halt echt, ne? Okay, warte mal. Ich habe Bock auf... Ja, lass mal VMP zocken, Digga. Ja, Digga. Ich spiele auch direkt anders mit so einer Waffe. Aber ich habe übelst gute Kontrolle einfach. Ich merke das richtig. Ich merke richtig gute... Control. Ja, guckt euch das an, Leute. Das ist doch butterweich hier. Butterweich, meine Damen und Herren. Wieso sag ich schon wieder Damen und Herren, Mann? Marcel, hier sind keine Damen dabei. So, hier wird erstmal jetzt... Ja, challenge die Sense, bitte. Da kommt noch einer. Komm, Digga. Ja. Noch jemand? Aladdin, jemand? Oliver? So. Also, ich vertraue... Da ist noch was. Komm mal her, Digga. Jawohl, ich krieg ihn sogar noch. Easy. Ja, okay, dann packen wir sie mal weg. Sonst ich hasse das, wenn die Sense... Kennt ihr das, wenn die Sense weggeht, während man noch nicht so darauf vorbereitet ist? So. Hier ist jetzt jemand, der wird aber nicht damit rechnen, dass ich von hier oben komme. Niemals. Ist er zurückgelaufen? Oder kommt der jetzt und hat mich verarscht? Ich glaube, hier sind welche. Haben die mich gesehen? Ich wusste es. Komm, den holen wir und verpissen uns schnell. Nein, schade, er hat nicht mehr viele Kugeln gebraucht. Ah, 13-4 geht eigentlich fit. Ja, also vom Aim und so passt es auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da kann man auf jeden Fall sich nicht beschweren über den Controller. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Ja, easy, Leute. Ich kann der Stick, also den rechten Stick, lasse ich mir, wie gesagt, genau deswegen, oh nein, immer erhöhen, um halt die Kontrolle meiner Meinung nach ein bisschen besser zu haben. Genau so, um schön ruhig bleiben zu können, wenn mal mehr als ein Gegner kommt. Das ist genau der Modus, den ich da benutze. So. Ja, also schön mit Pre-Aim, da machst du eigentlich nie was falsch. Kleiner Tipp, wenn ihr so rumlauft, lauft einfach so hier rum. Weil, wenn da jetzt einer steht, ihr kriegt ihn einfach.
Wenn er natürlich angerannt kommt, ist Pre-Aim manchmal so eine Sache. Aber so bekommt man ihn halt im Normalfall. So, jetzt habe ich Pech gehabt wegen Timing. Er kommt auch genau hoch, wenn ich nicht mehr hingucke. Ne? Habt ihr das gesehen? So, hat, als ob du jetzt die beide geholt hast. Ach so, Kinetic. Ah, okay. Kamen sie direkt zu zweit. So, meine Freunde. Ich hätte es fast schon wieder gesagt. Ich weiß nicht, was heute mit dieser Redewendung mit mir los ist. Warum ich heute so ein Zeug habe. Okay, die kommen locker von der Mitte und ich habe auch keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Deswegen gehe ich mal hier. Ich hasse diese Waffe, Leute. Ich hasse sie. Sie killt einen einfach so... Die knipst einfach aus, als wäre man so eine Taschenlampe. Keiner Freestyle. Alter. Ah, da ist noch einer. Jawohl, Teammate, schön. Mit der VMP will ich hier eigentlich nicht raus. Ah, vielleicht aber mit der hier, komm. So. Gucken wir mal. Vielleicht spawnen die aber auch schon wieder hier. Ne, spawnen sie noch nicht. Ich will unbedingt mit der ICR jemanden töten. Die ICR bockt einfach so. Weil du einfach, weil sie einfach keinen Recoil hat. Ich glaube, hier von links kommt was. Hey, lol. Als ob ich jetzt genau mich umdrehe und dann das Timing kassiere fast. Alter, der läuft hier mit dem Ding ins... Alter, Leute, ich war gerade zu blind für alles, Mann. Ich war gerade zu blind für mein Leben. Boah. Aber die Teammates laufen auch mit Schraubenschlüsseln rum, also... Ich bin da... gespannt. Komm. Hey, da war doch einer, oder bin ich blind? Da war doch einer. Es ist nicht normal. Hast du da gewartet? Oh mein Gott, du Schwein. Nein. Die sind nicht so dumm, die Gegner. Das regt mich voll auf. Guck mal, und dann spielt er diese Waffe, Mann. Oh, ich will mich... Nein, ich reg mich nicht auf. Das ist die erste Runde mit einem neuen Controller. Die muss man ehren. Ich habe ja noch nicht einmal wegen Aim verkackt. Ich traue mich nur gerade irgendwie nicht, alles zu challengen, wie ich es normalerweise machen würde, Mann. Ich check aber auch nicht, wieso nicht. Ja, du Hurensohn, Alter. Du ekliger. Hinter mir ist auch noch einer. Boah, ist der schlecht hinter mir. Wie soll ich das überleben? Ja, ich krieg ihn sogar fast. Mann, Alter. Das ist belastende Szene hier, Alter. Boah, wie schlecht auch wieder alle sind, Mann. Inklusive mir. Schnell hier um die Ecke. Ich wusste es. Den auch noch hier. Nein. Boah, dieser Schraubenzieher-Typ dreht einfach durch. So, hier könnte einer kommen, aber ne, ist noch hinten einer. Den habe ich aber. Okay. Er kommt hier pre-firend rum. Der Dark Bull ist auch der beste von denen. Das merkt man dann auch sofort. Weil jemand, der pre-aimt oder pre-fired, der hat meistens ein bisschen Ahnung vom Spiel. So. Ist auch meine erste Runde Black Ops 3 seit längerem. Ich hatte die letzte Zeit eher die... PS3 TODs gespielt. Ich weiß nicht, ich liebe die irgendwie einfach so. Black Ops 2 und so. Okay, komm. Anyone? Es muss hier oben einfach einer sein. Jetzt kommt einer hier. Ja, diese eklige Marshall, Alter. Diese Waffe, Mann. Hä? Kassier ich einen Turner von dir? Ne, hab ihn. Okay. Ja, Leute, die erste Runde war jetzt nicht so berauschend, aber es war, wie gesagt, wenigstens dann ehrlich die erste Runde. Ich finde den Controller richtig nice, ich bin zufrieden mit ihm und vom Aim her auf jeden Fall alles super damit, würde ich sagen. Lasst mir gerne eine Bewertung dafür da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ihr auch einen Controller wollt, wie gesagt, 5% gibt es, wenn ihr meinen Code eingibt und ihr unterstützt mich damit noch. Also, wäre cool und tschüss.